Was haltet ihr davon, wenn wir uns zusammen die Stern-TV-Doku einmal angucken? Denn da gibt es doch mit sich also auch noch ein bisschen was zu sagen. So, gucken wir uns hier mal die Doku an, beziehungsweise das Video von Montana Black hält sein Versprechen, Treffen mit Fan Benjamin. Vorweg muss man gleich mal sagen, Digga. Ah, diese verfickt. Also wirklich ein Schmutzprodukt. Beste Produkt, wenn sie jetzt geht. Na okay, dann scheiß drauf. Dann wirklich scheiß drauf, Digga. Wo ist das Problem, Diggi? Egato, ne? Ah, perfekt, die Cam hat sich aufgehangen. Oh, niceness, Diggi. So, ja, das ist natürlich sehr korrekt von dir. Also vorweg muss man erstmal sagen, der Ursprung des Videos war, dass wir zusammen im Stream auf das Video von Benjamin reagiert haben, beziehungsweise um die Dokumentation darum, dass er eine Behinderung hat durch den Alkoholismus seiner Mutter in der Schwangerschaft und sie wusste nicht, dass sie schwanger ist. Und daraufhin habe ich gesagt, wenn wir ihm als Community irgendeinen Gefallen tun können, dann soll er mich kontaktieren. Das hat er auch gemacht und hat mir eine Liste rüber geschickt, beziehungsweise ich habe eine Liste bekommen von Dingen, die er gerne hätte, die er sich so nicht ermöglichen kann, beziehungsweise, ja, da war unter anderem meine Twitch-Moderatoren können das bestätigen, denn ich habe mit denen im Twitch WhatsApp-Chat darüber geschrieben. Er hatte sich gewünscht, Manga-Comics, Manga-DVDs, ein Laptop, ein Handy. Das war auf seiner Wunschliste. Okay? Dann habe ich mir gedacht, wenn Onkel Monty eine Wunschliste bekommt, dann kümmert er sich da auch drum. Ich hatte zwar gesagt, dass ich das zusammen mit meiner Community mache und hatte auch erst überlegt, einen Spendenstream zu machen, aber dann habe ich gedacht, Diggi, dann kriegt das ja vielleicht irgendwie mit. Also bin ich vor dem Videodreh zu Stern, bevor ich zu Stern TV oder also auf diesen Hof gefahren bin, bin ich hier bei mir in Buxtehude zu Expert Benin gefahren, habe ihm einen Laptop für 1,6 gekauft und ein Handy für 1.000er. 2,6 habe ich bezahlt. Das haben wir ja als Community zusammen ihm auch ermöglicht. Das habe ich jetzt bis jetzt nicht an die große Glocke gehangen. So, das wurde aber von Stern TV rausgeschnitten, obwohl wir das alles abgedreht haben. Und mit der Begründung, Benny hat einen Hang zur Spielsucht. Nicht jetzt Automat, sondern Zocken. Sprich, keine Ahnung, die Spiele, die er halt da zockt. Fand ich ehrlicherweise ein bisschen schade, denn ich habe erst mitbekommen, dass rausgeschnitten worden ist, als ich dann im Studio letzte Woche bei Stern TV war. RTL bzw. Stern TV steht da immer ein bisschen auf der Brigade und die hatten ein bisschen Angst. Oh, ihr habt schon mal gesagt, er hat einen Hang zur Spielsucht, jetzt schenkt ihr ihm ein Handy und einen Laptop. Meine Argumentation war, auf dem Laptop und einem Handy kann man doch nicht nur Spiele spielen, da kann man ja auch ne, zeichnen. Er malt selber gerne, er malt nicht selber gerne, sondern er schreibt gerne Gedichte auch. Also Benny schreibt gerne Gedichte, so ein Tagebuch in Gedichtform und. Fand ich ein bisschen schade. Auf jeden Fall habe ich, deswegen erzähle ich es jetzt, ich habe mein Wort gehalten, was ich von Anfang an gesagt habe, dass ich da hinfahre, den Videodreh und noch ins Stern-TV-Studio fahre, war gar nicht mein Plan. Ich habe nur angeboten gehabt, dass wenn er einen Wunsch hat, ich ihm den erfülle. Und das war für mich eher, ich kaufe ihn halt irgendwie einen Laptop oder ein Handy oder whatever. Alles andere habe ich gemacht, weil ich das Thema Mobbing auch sehr wichtig fand. Das wollte ich nur mal sagen. Ich habe ihn, ich weiß nicht mehr, was das für ein Handy war. Das neueste Samsung habe ich ihn geholt und irgendeinen Gaming-Laptop habe ich ihn beides geholt. Vor wenigen Tagen ist Marcel Eris, besser bekannt als Montana Black, unterwegs zu einem ganz besonderen Treffen mit einem Fan. Ich sag euch das so, wie es ist. Das war wirklich am Arsch der Heide, Digga. Ich habe keine Erwartung oder ich hoffe mir gar nichts. Ich freue mich einfach, ihn kennenzulernen. Mit Zocken, Livestreams und einem eigenen Modelabel ist er Multimillionär geworden. Allein auf YouTube und der Gaming-Plattform Twitch hat Montana Black über 10 Millionen. Ja, die Ausschnitte, die sie da genommen haben, sind alte Ausschnitte von meinem ersten Stern-TV-Beitrag. Millionen Follower. Egal, wo er in der Öffentlichkeit auftaucht, wird er erkannt und gefeiert. Also erstmal bin ich mit meinem Modelabel, bin ich nicht Multimillionär geworden. Ja, und zweitens, um gleich schon mal die Aussage vorwegzunehmen, 2 Dutzend, haben die gesagt, Security-Mitarbeiter, ich glaube, 1 Dutzend sind 5, wenn mich alles täuscht. Und nee, 1 Dutzend sind 10, bei 1 Dutzend 10? 1 Dutzend sind 12. 12 stimmt. Wie hier vor kurzem auf der Gamescom, der größten Spielemesse der Welt. Drei Dutzend Bodyguards bekommen die ja, das stimmt. Situation kaum in den Griff. Ne, das stimmt nicht. Da muss ich gleich mal nochmal sagen, die haben kaum im Griff, die haben es super im Griff gehabt. Die Geräuschkulisse, die Lautstärke, alle paar Sekunden schreit jemand den Namen, macht das, hier, Foto da. Das ist also Stress pur. Also ich war danach wirklich völlig K.O. Glauben Sie, wie viel von Ihren. Vor anderthalb Jahren ist Montana Black zum ersten Mal zu Gast bei Stern TV. Er erzählt, dass.
Digga, da war ich ja schon noch ein bisschen dicker im Gesicht, ne? Dass er wegen seiner Großeltern ein besonderes Verhältnis zu dieser Sendung hat. Ich bin kein Vorbild. Ich weiß, Oma und Opa sitzen jetzt. Achtet noch mal darauf, wie ich nie meine Zähne versucht zu zeigen. Ich bin kein Vorbild. Ich weiß, Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause. Immer die Lippen zusammen. Also auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen. Und die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern-TV. Opa, hallo? Opa geht dann meistens raus, weil er irgendwann keine Lust mehr hat auf die Leute, die dann im Beitrag zu sehen, weil er sieht immer alles anders. Oma ist der Fan. Oma schaut sehr gerne. Wir gehen rein. In seinen Livestreams schaut und kommentiert Montana Black auch regelmäßig Stern-TV-Beiträge. Vor 2 Monaten Im Übrigen haben wir auch noch für den Beitrag einig, haben sie auch nicht mit reingenommen, haben wir einen Wäschesortier-Wettbewerb gemacht mit Benny. Also wir mussten einen Haufen machen, wo welche Wäsche, 30, 40 Grad. Habe ich verloren. Entdeckt er diesen Stern-TV-Film über das Schicksal von Benjamin. Ein Schicksal, das den Internetstar offenbar sehr berührt. Benjamin kam mit einer Behinderung zur Welt, weil seine Mutter während der Schwangerschaft oder 40 gegen 60 Grad, keine Ahnung, Bruder, ich wasche selber nicht Wäsche, Mann. Oft Alkohol trank. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich nicht diese Erkrankung hätte. Und wie geht's dir dann? Ich fühle mich natürlich, naja, nicht so gut. Nach 3 Kindern hatte seine Mutter Christiane damals nicht mehr damit gerechnet, noch einmal schwanger zu werden. Wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich keinen Schluck mehr getrunken. Aber da war es schon zu spät. Leider war es zu spät. Marcel Ehre. Also ich muss sagen, Benjamin habe ich als sehr, sehr korrekten Typen kennengelernt. Super aufgeschlossen und wirklich ein kerzengerader Mann. Ich bin auch weiterhin, was heißt, im Kontakt. Ich habe mit ihm Nummern ausgetauscht. Wenn er irgendwas hat, kann er sich bei mir melden. Habe ich ihm auch so angeboten. Das war wirklich ein super Typ. In ein paar Sachen habe ich auch hinterfragt. Habe ich auch bei Stern-TV, ich war mit ihm im Backstage-Raum. Die hatten zwar auch einen eigenen Raum, aber ich habe gesagt, Benny soll sich ja zu uns in den Raum reinsetzen. Ein paar Sachen verstehe ich nicht so ganz. Auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Aber ich glaube, wenn du einmal als auch erwachsener Mann deine Bevollmächtigung abgegeben hast, sprich, dass jemand anderes eine Bevollmächtigung über dich hat, ist extrem schwer da rauszukommen. Ich habe nicht richtig nachvollziehen können, warum er mit 29 immer noch in dieser Einrichtung wohnt und nicht eigenständig lebt, denn er hat eine Behinderung, ja, aber ich habe nicht genau verstanden, warum es für ihn nicht möglich ist, in ein eigenständiges Leben zu führen. Gut, vielleicht bin ich da auch so in der Thematik nicht drin, aber ich habe auch das Gefühl, dass da ihm auch Steine in den Weg gelegt werden und er ist eigentlich selber, eher eigentlich theoretisch gesehen schon dafür bereit wäre. Vielleicht habe ich da aber auch eine falsche Wahrnehmung gehabt. Chris reagiert live in seinem Stream auf die Aussage von Benjamins Mutter. Na, also erstmal ist es ein ganz großes... Er braucht 27-7 Hilfe, nein, Digga. Will er das überhaupt? Ja. Dass die Eltern sich trauen, sich vor die Kamera zu setzen und ihre Geschichte zu erzählen. Und ich finde nicht, dass wir vorverurteilen sollen... Ja, er hat 27-7 geschrieben, hallo. Ob die Mütter hätten merken müssen nach 2-, 3-, 4-monatiger Schwangerschaft, ob sie schwanger sind oder nicht. Wegen seiner Behinderung hat Benjamin eine schwere Kindheit und Jugend. Er wird regelmäßig gemobbt. Heute ist Benjamin 29 Jahre alt. Er lebt in einem Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung auf einem Ökohof in Brandenburg und wird engmaschig betreut. Ist das nicht HD, Bruder? Wir gucken das Video die ganze Zeit. So, jetzt aber. Er kümmert sich um die Schweine. Füttern, Stall ausmisten. Die täglich gleichen Abläufe geben ihm Sicherheit. Ja, den Schweinestall habe ich nicht so geführt. Ich habe es für die Show dann gemacht, für die Kamera, für Stern-TV. Aber eigentlich war es nicht ein Ort, wo ich mich gerne aufgehalten habe. Ne? Und er mag das Leben weit ab der Großstadt. Für manche ist das vielleicht hier langweilig, weil man hier fast sogar wie hinter dem Mond wohnt. Aber wenn man eher so ein Einzelgänger ist wie ich, findet man es natürlich toll, wenn man seine Ruhe hat. Erst mit 18 erfuhr Benjamin von seiner Mutter, was mit ihm los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Gespräch, da habe ich Albträume gehabt. Doch Ben. Auch im Nachhinein betrachtet, ich will jetzt auch niemanden noch einen Vorwurf machen, aber im Nachhinein betrachtet, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, ist es wirklich schon ein starkes Stück, was sie ihrem Sohn zugemutet hat, ihm mit 18 erst zu sagen, warum er eigentlich so ist, wie er ist. Also er wusste ja, bis er 18 ist, nicht,
was er hat, warum er anders ist. Und da muss ich wirklich sagen, Digga, ich will nicht schlecht über seine Mutter reden, ganz im Gegenteil. Das hat mich im Nachhinein noch, schon noch stark beschäftigt, auch auf der Rückweg. Ich bin dann ja, als ich dann live im Studio war, auch abends dann noch direkt zurückgeballert, habe mit meinem Geschäftspartner auch noch zusammen, der war ja dabei, geredet. Und umso mehr habe ich Respekt vor Benny. Ich will mir aber nicht ausmalen, was es für ein Gefühl ist, wenn du anders bist als die anderen und einfach nicht weißt, warum. Benjamin verzieh seiner Mutter. Benny ist aufgestanden, hat mich im Arm genommen und hat gesagt, alles gut, Mama. Also er kriegt jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich fand es natürlich nicht toll, dass sie hier Alkohol getrunken hat und dadurch mein Gehirnzellen paar abgestorben sind. Wiederum habe ich auch verstanden, dass es ihr sehr leid tut. Sie wusste. Ich weiß, ich finde Benny jetzt nicht krass anders. Nein, der Bruder, Benny ist einfach nur langsamer vom Reden. Ihm fällt es viel schwerer, auch zu lernen und Dinge zu verstehen in gewisser, also jetzt so Mathe, also ich weiß jetzt, ich gehe mal von aus, so Rechenaufgaben und so. Sein Gehirn arbeitet halt einfach langsamer, aber er ist ja trotzdem voll da. Er bekommt alles mit. Er ist halt einfach in allem etwas langsamer. Aber Bruder, das ist das ja, was am Ende den Menschen ausmacht. Er hat das Herz am rechten Fleck. Er ist ein guter Mann. Er hat die innerlichen Werte, hat da gute innerliche Werte. Er ist ein guter Mann. Und es ist egal, ob er langsamer denkt oder whatever. Er hat das Herz am rechten Fleck. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Es gibt keinen Menschen, der auf die Welt kommt, der schlechter ist als andere. Der Charakter ist das, was am Ende entscheidet, ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Versteht ihr? Der Charakter ist das. Und da kannst du auch langsamer sein oder vielleicht nicht so intelligent als andere. Der Charakter. Es gibt hochintelligente Menschen, die irgendwie mit einem gepuderten goldenen zur Welt kommen, wo der Charakter Dreck ist. Und dann bist du menschlich auch Dreck. Ich wusste ja noch nicht mal, dass ich schwanger mit ihr schwanger bin. Und hat mit Unwissen mir geschadet. Eine Aussage, die Montana Black sehr beeindruckt. Ja. Lieber Benny, ich finde deine Einstellung auch gegenüber deiner Mutter, dass du keinen Hass im Herzen hast, ihr gegenüber, nachdem sie es gestanden hat, habe ich sehr, sehr viel Respekt vor. Falls ich dir mit meiner Community irgendeinen Wunsch erfüllen kann, biete ich mich da gerne an. Montana Black entschließt sich, Benjamin zu Hause zu besuchen. Vor einigen Tagen macht er sich auf den Weg. Erstmal hoffe ich mir, Benjamin kennenzulernen und ihm die Hand zu schütteln. Und ihn. Bruder, da fühle ich mich schon wie ein kleiner Fernsehstar. Ich habe mich so gefühlt wie Tine Wittler, die, oder keine Ahnung, oder wie die Kochprofis oder so, die zu ihrem Spot fahren und erzählen, was passiert. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe den Beitrag ja auch das erste Mal bei SternTV Live gesehen, habe ich mir so vorgestellt, wie das so ein Fernsehformat beispielsweise wäre, wo ich anderen Menschen helfe. Da könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, wenn es für einen wirklich was einen guten Zweck ist, wo man Leuten hilft, auch da mal wirklich einen Stepper reinzumachen. Das habe ich schon gefühlt, Digga. Einen schönen Tag zu machen und dann ist es rundum Thema bei diesem Beitrag ja einfach auch der Stichpunkt Mobbing. Und ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Mobbing scheiße ist. Monte hilft, ja. Monte Abi hilft. Auch wenn Staubsaugen nicht seine Leidenschaft ist, dem berühmten Besucher will Benjamin sich und sein Zimmer natürlich im allerbesten Licht präsentieren. Ja, ich freue mich. Das ist im Übrigen ein Schnittfehler, SternTV. Da hat er gerade die Wasserflasche umgestoßen. Und darauf. Können Sie sich vorstellen, wie das wird? Nee, leider nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es schön wird. Was macht Ihr Puls? Wird langsam erhöht. Und dann ist Montana Black da. Achso, der Schnittfehler war schon davor. Ja, Benny. Tag. Hast du ein bisschen aufgeregt oder was? Ja, bin ich. Gehört. Wie geht's dir? Ne? Mir geht's gut. Ja? Und, ist das hier dein Zuhause oder was? Ja. Also aber wirklich am Arsch der Heide, ne? Ja. Hier ist ja gar nichts. Ja, wie ihr sagt, ne? Das ist wirklich am Arsch der Heide gewesen, Digga. Das ist eben hinter dem Mond eigentlich. Ja, ich hab das schon gemerkt. Die Chemie zwischen den beiden stimmt von Anfang an. Willst du mir mal ein bisschen was zeigen, wie das hier so ist oder was? Ja, gerne. Ja, dann lass mal reingehen und mal. Kannst du mir mal zeigen, wie du hier lebst? Hm? Als erst. Aber ein gut ausgewähltes Outfit von mir, oder Chat? Bin mein eigener Stylist. Auch mein Styling hat sich auf jeden Fall, finde ich, viel verbessert. Das führt Benny Montana Black zum Haus, wo er betreut untergebracht ist. Das Ralph Lauren das Shirt kommt gut, blau, alles blau. Schön Blauton, weiß kommt immer gut.
Also ich mag das Outfit sehr gerne. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Wir sind ungefähr 8 Bewohner. Mhm. Und es sind meistens 3 Betreuer hier. Mhm. Benjamins Zimmer ist nicht besonders groß. Und so sind... Verpiss dich, Erik. Ich spreche Ralf Lauren nicht so aus. Guck mal, wie er es schreibt, wie ich das ausspreche, Digga. Ralf Lauren, du ein kleiner Hund, Digga. Du sprichst das nicht aus, das ist, Digga. Der 31er, Digga. Setzen sich die beiden einfach aufs Bett, um über seine Kindheit zu reden. Mal gucken, ob ich dich direkt erkenne, warte. Mhm. Na, ich würde sagen, das einzige Kind mit Brille, vielleicht der hier? Nein. Ja, verdammt. Da hatte ich überhaupt... Ich hab dreimal geraten auf Fotos, wer es ist. Ich hab, oder viermal, ich hab dreimal falsch gelegen, Digga. Das haben sie auch rausgeschnitten. Das war eigentlich relativ lustig. Ich hab immer falsch geraten, Digga. Keine Brille auf. Wo bist du? Erklär's mir? Ah, ja, okay. Aber wie war das für dich so in dieser Gruppe? Ja, hauptsächlich Mädels um mich, aber... Also was Gutes. Ja. Ja, ja, natürlich, ja, na klar. Doch mit dem Schuleintritt war es für Benny vorbei mit der schönen Zeit. Weil er anders war und sich mit dem Lernen schwerer tat als... Digi, schneiden die alles raus, Alter. Das ist bei Fernsehen so, Bruder. Ich kannte das ja schon vom ersten Stern-TV-Beitrag. Bruder, die machen 10-10 und am Ende kommen 3 final rein. Du drehst 4 Stunden, Bruder, am Ende ist ein 10-Minuten-Clip. Die anderen wurde er schnell zur... 11-Bar einsatzbereit, auch nochmal für dich. Ich rauch keine 11-Bar. Du solltest doch schon an diesen Umrissen erkennen, dass es keine 11-Bar ist, Alter. Zielscheibe. Ich wurde beleidigt, ich wurde auch verprügelt. Mhm. Die haben mich erstmal angespuckt, mich beleidigt, dass ich hier ein Sohn wäre oder dass ich ja doof im Kopf bin. Das stelle ich mir sehr schwierig vor und ich möchte nicht in deine Haut gesteckt haben damals. Das ist, glaube ich, eine sehr traurige Situation gewesen. Ich habe wirklich in meiner Schulzeit nie jemanden gemobbt, weil letztendlich, es gibt ja kein Gesetz, was einen Menschen über einen anderen setzt. Das heißt, jeder ist gleich so und ich kann es nicht verstehen, warum jemand anderen mobbt. Ich persönlich denke immer, weil er selber seine Ängste, er hat irgendwas zu verstecken und versucht es zu retuschieren damit, dass er auf andere mit dem Finger zeigt. Aber warum das Leute machen, ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht. Als nächstes zeigt Benjamin Montana Black, wo er arbeitet. Da habe ich das Zepter in die Hand genommen. Da wussten die nicht, was sie genau drehen sollen. Wir wollten noch Trecker und ja, wir wissen ja. Da habe ich gesagt, komm jetzt mit. Ey Bruder, weil Zeit ist Geld. Komm, wir drehen jetzt. Da bin ich einfach mit Benny Freestyle losgegangen. Die sind hinterher gebackelt. Ihr Wohlergehen ist Bennys Aufgabe auf dem Hof. Wie viele Schweine habt ihr hier? 130. 130 Schweine? Ja. Und hast du ein Lieblingsschweinchen oder ist dir das eigentlich relativ egal? Wir haben 2 Zuchteber und die sind... Die magst du gerne? Genau. Einer der Zuchteber ist... Jäger. Montana Black ist von dem massigen Tier beeindruckt. Das ist ja ein riesen Oschi. Na Digi, was ist los, hä? Jäger! Der hat auch wirklich riesen Eier. Ich habe noch nie in meinem Leben so riesen Eier gesehen. Das ist so. Digger, das sind wirklich dicke Eier gewesen, Mann. Das sind ordentliche Tüten, du. Selbst Schlacht. Und nun mal fürs Verhältnis, damit will ich Benny jetzt nicht bloßstellen. Aber da fehlt ihm in gewissen Punkten dann halt einfach das Verständnis. Benny meinte dann, der wiegt mindestens 3 Tonnen. Da habe ich zu Benny gesagt, Benny, das haben sie rausgeschnitten auch. Da habe ich zu Benny gesagt, Benny, der kann keine 3 Tonnen wiegen. Mein Auto wiegt keine 3 Tonnen. Und du siehst doch im Verhältnis, wie groß das ist. Er hat aber wirklich gedacht, dass der 3 Tonnen wiegt. Und das ist auch lacht da nicht drüber, okay? Aber da fehlt ihm dann vielleicht das Verständnis vom Gewicht. Also locker eine Tonne? Nein, auch keine Tonne, Digga. Der wiegt vielleicht seine 500, 600 Kilo, Digga. Nachtvieh zu züchten, das käme für den YouTube-Star nicht in Frage. Der 34-Jährige ist Vegetarier. Ich habe zwar bis vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr noch Fleisch gegessen, aber ganz wenig auch. Aber ich könnte niemals in irgendeiner Art und Weise dem Tier Leid zufügen. Und das heißt, bei der Zucht weiß man ja, wo es am Ende hingeht. Ja, das ist, also ich war, es ist ein Selbstversorgerhof, so ist auch okay, aber für mir, man weiß ja, wo die Tiere hingehen. Die werden halt am Ende geschlachtet, es tut mir im Herzen weh, Digga. Auch wenn es Schweine sind, so, und Schweine sind halt somit die dreckigsten Tiere, sind die trotzdem süß. Und jetzt auch, wo ich jetzt wirklich lange Zeit vegetarisch, / wenn es möglich ist, vegan mich ernähre, tut mir es halt in einer gewissen Art und Weise sehr im Herzen weh, Digga. Auch wenn Benny in vielem langsamer ist als andere und manches ihn überfordert, eines kann er richtig gut: Traktor fahren. Das und das will er gut, seinem prominenten Besucher natürlich demonstrieren.
Wolltest du auch mit dem Ding fahren? Ja, also sie wollten mit mir fahren. Ich habe gesagt, nö, will ich nicht. Benny kann das gut. Lass doch Benny fahren. Ich gucke ihm zu. Warum soll ich jetzt auf Krampf das Ding fahren? Benny kann es am besten. Dann soll er das machen. Ich habe dich heute über den Tag ein bisschen beobachtet. Hm? Und es gab viele Situationen, wo du glücklich aussahst. Aber hier sahst du gerade am glücklichsten aus. Ja, am liebsten den ganzen Tag mit Trecker fahren eigentlich. Ja, ja, das glaube ich dir, ja. Den Hof, wo er jetzt gefahren ist hier, den Hof, auch wenn es am Ende die Kühe dort auch zum Schlachten gehen, den Hof habe ich schon, also das fand ich sehr interessant. Das ist ein Hof, ihr kennt vielleicht bei den Bioprodukten den Demeter-Stempel, das ist so ein Stempel für Bioprodukte, beziehungsweise ich weiß jetzt nicht genau, aber der Hof war schon sehr, also das Gelände, wo die Kühe rumlaufen konnten, war riesig. Wenn man weiß, das sind Bioprodukte, dann sollte es so sein wie da. Es war ein sehr, sehr, sehr vorbildlicher Hof für einen Hof, wo Tiere gehalten werden. Ein sehr, sehr schöner Hof. Die Rinder, die hier stehen, meines Wissens, wenn ich mich jetzt recht erinnere, können bis zu 20 Jahre alt werden. Und die gehen spätestens nach 2 Jahren zum Schlachter. Und das ist halt einfach, das tut mir in der Seele weniger. Und es gab viele Situationen, wo du glücklich aussahst, aber hier sahst du gerade am glücklichsten aus. Ja. Und von Kälber wollen wir gar nicht reden, Digga. Am liebsten den ganzen Tag mit Trecker fahren. Ja, ja, das glaube ich dir, ja. Eines allerdings macht Benjamin noch glücklicher. Die Speedfahrt im 600 PS Boliden, zu der ihn Montana Black zum Schluss einlädt. Auch wenn es nur auf dem Beifahrersitz ist. Ja. Also, für einen Geländewagen macht er seinen Job ganz gut. Gefällt dir das? Ja. Ja, das war ein schönes Ende. Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Ich habe ihm auch angeboten, wenn er mal in Hamburg ist, fahren wir mal zusammen eine Runde mit dem Lambo. Da wird er sich bestimmt auch drüber freuen. Unterm Strich kann ich sagen, Benny war ein sehr, sehr sympathischer Mensch, wie ich finde. Herz am rechten Fleck. Ich habe einige Sachen noch hinterfragt, für mich persönlich. Beispielsweise, ob man, das muss ich einfach ehrlicherweise ansprechen. Ihr wisst, ich verschweige nichts. Ich habe mich nochmal hinterfragt, ob man als Frau, wenn man schon 3 Kinder bekommen hat und auch Erfahrung in der Schwangerschaft hat, nicht merkt, wenn man auch dann nochmal schwanger ist. Das sind Fragen, die man sich dann stellt, weil man Benny als Menschen kennenlernt, sein Schicksal kennenlernt und wie es am Ende gewesen ist, das weiß ich nicht, Digga. Benny ist ein guter Mensch, hat das Herz am rechten Fleck und mir tut es einfach leid, dass da so gehandicapt ist und so viel Leid, so viel Mobbing, so viel Schmerz im Herz hatte, weil er anders ist, obwohl er für das Anderssein. Er kann ja in keinster Art und Weise dafür, dass er anders ist, kann er nichts. Und selbst wenn er dafür was können würde, würde es ja nicht rechtfertigen, dass er Traurigkeit, Hass und im Herzen hat, weil er jahrelang gemobbt worden ist. Keiner sollte gemobbt werden, egal was er ist, wie er ist. Und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Klar, einige, wenn man jetzt mal bei Facebook zum Beispiel guckt, das könnten wir machen, lassen wir aber sein. Einige meinen beispielsweise, ich hätte es gemacht, um mein Image aufzupolieren. Jeder, der mich in einer gewissen Art und Weise längere Zeit verfolgt, weiß, dass ich noch nie in irgendeiner Art und Weise etwas gemacht habe, um mein Image aufzumöbeln. Mein Image ist das, wie ich bin und ich habe es nicht nötig, durch so einen Beitrag irgendwie irgendetwas aufzupolieren. Ich habe das aus dem Herzen gemacht, Digga, weil ich das in der Situation gefühlt habe. Ihr wisst selber, Chat. Ich bin erstmal nach Berlin gefahren, um Benny dort auf dem Bauernhof zu besuchen und bin nochmal in die Live-Show gefahren, 1000 Kilometer an einem Tag, um live mit Benny im Studio zu sein, mich für das Thema Mobbing stark zu machen. Ihr wisst, ihr da draußen, die mich lange verfolgen, ihr wisst, selbst wenn es darum gegangen wäre, mein Image aufzupolieren, wäre ich niemals diese Kilometer gefahren. Niemals, Bruder. Das habe ich gemacht aus Herz. Aus dem Herzen habe ich das gemacht, Digga. Und für nichts anderes, Bruder.